High-End und Flaggschiff wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das hier ist das stärkste Modell der aktuell vorgestellten Moto G7-Reihe, das Moto G7 Plus. Und das gucken wir uns jetzt im Hands-On mal gemeinsam an. Seit einigen Jahren bringt Lenovo immer noch mal eine etwas aufgebohrte Version seines Mittelklasse-Schlachtschiffs G heraus, also auch in diesem Jahr das G7 Plus hier in meiner Hand. Basismäßig also haben wir hier ähnliche Spezifikationen wie das normale G7, insbesondere wenn man sich jetzt hier mal das Display anguckt. Das sind auch 6,2 Zoll in der Diagonale, ist ein FHD Plus Display. Das heißt, die Auflösung beträgt 2270 x 1080 bei einer Pixeldichte von ungefähr 400 ppi. Das ist ein IPS-Display mit allen Stärken, mit allen Schwächen, die diese Technologie mitbringt. Ihr seht das hier vielleicht links oben in der Ecke. Das Schwarz ist nicht so ganz schwarz wie bei einem AMOLED-Display. Dafür kann das Gerät heller leuchten. Also gerade am Tag ist das vielleicht ein kleiner Vorteil auch. Wir haben hier auch Gorilla Glass 3 vorne und auf der Rückseite. Das ist einigermaßen geschützt vor Kratzern und vor Brüchen. Natürlich sollte man es nicht drauf anlegen, also bitte nicht extra fallen lassen, dann geht das Gerät nämlich bestimmt kaputt. Drinnen ist hier ein bisschen mehr Leistung. Wir haben hier einen Snapdragon 636. Der Unterschied ist ein bisschen mehr Prozessor-Power, vor allem aber auch ein bisschen mehr Grafik-Power. Und da muss ich sagen, das zeigt sich auch. Also wenn man das G7 und das G7 Plus vergleicht, ist das hier nicht ganz so ruckelig, will ich meinen zumindest, das so wahrnehmen zu können. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das wirklich alltagsrelevant ist, aber ich persönlich habe schon immer ein snappigeres Smartphone gerne in meiner Hand. Natürlich kostet es entsprechend mehr, genauso wie ein paar weitere Vorteile. Wir haben hier auf der Rückseite eine 16-Megapixel-Kamera, die durch eine 5-Megapixel-Kamera ergänzt wird. Und Achtung, wir haben hier optische Bildstabilisierung. Gerade wenn man Videos aufnimmt oder wenn man bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert, dann ist das schon ein großer Vorteil. Die Kamera ist in der Lage, tatsächlich auch 4K-Video aufzunehmen, allerdings dann nur mit 30 Frames pro Sekunde. Die Frontkamera löst mit 12 Megapixel auf und ist qualitativ tatsächlich der vom Moto G7 ein Stück weit überlegen. Was auch ganz cool ist, ist, dass hier Motorola wieder diesen optimierten Digital-Zoom mit reingebracht hat in das Gerät. Das heißt, wenn man digital zoomt, geht man normalerweise davon aus, dass dann damit ein Qualitätsverlust einhergeht, denn natürlich nimmt man nicht mehr als nur den Ausschnitt des Motivs. Hier werden aber verschiedene Frames dann zusammengerechnet und daraus ergibt sich ein etwas schärferes Bild als bei einem herkömmlichen Digitalzoom. So richtig auf Oberklasseniveau ist die Kamera dann trotzdem nicht. Wo Lenovo auch noch nachgelegt hat, ist beim Akku. Allerdings nicht bei der Kapazität, sondern bei der Ladegeschwindigkeit. Dem Gerät liegt ein 27 Watt Schnellladegerät bei. Das bedeutet, es ist ein bisschen schneller, während das normale Moto G7 Akku-Power für 9 Stunden bei gemischter Nutzung aus der Steckdose zupfen soll, ist das hier in der Lage, da gleich 12 Stunden rauszuholen. Das ist jetzt natürlich ein etwas nebulöser Wert. Wir werden dem aber noch nachgehen, wie viel das dann de facto wirklich ist. Wir gehen noch mal einmal um das komplette Gerät drumherum. Hier oben, das ist der Slot für 2 Nano-SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte. Das heißt, man kann hier gleichzeitig 2 SIM-Karten nutzen und auch den Speicher erweitern. Der Speicher 64 GB, 4 GB RAM. Hier auf der rechten Seite haben wir einmal die Power-Taste, die ist so angenehm geriffelt. Direkt darüber die Lautstärke-Wippe. Ergonomisch finde ich die ganz sinnvoll, so wie sie sind. Die Druckpunkte, die sind auch in Ordnung. Das klickt sich alles sehr, sehr schön. Die Tasten sind auch nicht zu dünn und nicht zu breit. Also Motorola dahingehend alles richtig gemacht. Hier auf der Unterseite haben wir noch die gute alte Klinkenbuchse, ein USB-C-Port. USB 2.0 fähig in Sachen Geschwindigkeit, also nicht allzu schnell. Das hier ist ein Teil der Stereo-Lautsprecher. Also hier unten und hier oben sind jeweils Lautsprecher. Damit macht dann auch mobiles YouTube-Schauen Spaß. Hier auf der linken Seite haben wir nichts weiter. Und auf der Rückseite hier das Motorola-Logo, das gleichzeitig als Fingerabdrucksensor fungiert und hier die genannte Dual-Kamera. Alles in allem ist das ein ganz gutes Paket. Wir haben hier natürlich auch wie beim normalen Moto G7 eine einigermaßen naturbelassene Android-Version und vor allem, was ich ganz cool finde, diese praktischen Gesten, zum Beispiel um schnell Kamera zu starten, zweimal
mit der Hand hin und her wackeln. Auf die gleiche Weise kann man dann auch von Front auf Rückkamera wechseln. Oder aber, wenn das Gerät aus ist, hier zweimal hacken und dann geht das Licht an und man hat eine Taschenlampe. Erstes Fazit zum Moto G7 Plus. Für 50 Euro bekommt man hier mehr und vor allem mehr an den Stellen, wo das Moto G7 vielleicht noch so leichte Schwächen hat. Insbesondere die doch dann deutlich bessere Kamera, die fand ich in Ordnung. Die Stereo-Lautsprecher, die sind auch gut. Naja, und ansonsten haben wir hier noch ein bisschen schnellere Ladefunktion. Das ist es dann aber auch. Ob das jetzt wirklich 50 Euro mehr wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich gebe aber zu bedenken, dass man für 300 Euro schon sehr, sehr viele und sehr gute Geräte und vor allem auch High-End-Geräte vielleicht aus dem letzten Jahr bekommt. Das heißt, überlegt es euch gut, wägt ab, ob ihr lieber ein aktuelles Mittelklasse-Gerät, das sicher nicht schlecht ist, nehmt oder halt ein älteres High-End-Gerät. Softwareseitig werdet ihr hier auf jeden Fall noch mindestens 2 Jahre versorgt mit dem Moto G7 Plus. Das heißt also eigentlich ganz solide. Vielleicht nochmal abwarten, dass es ein bisschen preiswerter wird. Aber kann man machen. Moto G7 Plus. Hat euch das Video gefallen? Mögt ihr das Moto G7 Plus oder welches Gerät aus der Reihe mögt ihr lieber? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Gebt uns auch ein Like und abonniert unseren Kanal. Da gibt es demnächst noch viele weitere Hands-Ons vom MWC in Barcelona. Bis zum nächsten Video. Ciao.